Hallo liebe Kater und Katzen und diejenigen, die einen Kater oder eine Katze haben. Und willkommen hier zum Ich bin alt geworden Simulator Nummer 1. Ja, zurück zu Die Sims Nummer 3. Ja, heute mal mit einer bisschen abgespeckten Zahl. Warum auch nicht eigentlich? Jo, wir sind jetzt hier wieder zurück und ich drücke auf Play. Und es geht mal gerade wieder weiter. Ich weiß gar nicht schon, was jetzt hier schon wieder alles vor sich geht. Heute zu der letzten Aufnahme von Die Sims Nummer 3. Ich möchte das nur noch mal ganz kurz anmerken. Ja, danach ist Sims 3 auf ein nicht vorhersehbare Pause quasi eingestellt. Also nicht eingestellt, aber es geht in eine nicht vorhersehbare Pause. Ha! Werden wir es schaffen, noch in der letzten Sims 3 Aufnahme, dass Bertram stirbt? Ich glaube ja nicht, aber ich meine, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ja, nicht Hoffnung, aber ja, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ich meine, der Typ, der lebt ja schon ewig. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Bug beim Spiel ist. Also irgendwie, das kann ich mir jetzt gerade nicht so ganz erklären. So, Adola, du hast schon lange keinen Schach mehr geübt. Ab geht's. Übung macht dem Meister. Und jetzt auf jeden Fall gucken, dass du vielleicht nochmal, bevor deinem Tod vielleicht nochmal ein bisschen mehr deine Malereifähigkeiten in Gang kriegst. Und jo, der Kauter labert mal wieder mit dem Spiegel, weil der hört ihm natürlich auch zu. Muss er ja auch irgendwie. Ja, guck mal, der kommt ein bisschen über die Schulter. Ich finde das komplett komisch. Habt ihr schon mal von dieser ganzen Quantentheorie gehört? Habe ich überhaupt nicht verstanden, aber ich finde es trotzdem komisch. Und wisst ihr auch, Zirkeltraining. Trainiere vor dem Fernseher oder der Stereoanlage. Jogge und schwimme für 30 Minuten, um etwas Geld zu verdienen. Wer bietet mir denn 30? Also ich. Liebe Leute, macht sowas niemals in Real Life, wenn euch eine wildfremde Person anruft und ihr wisst nicht einmal, woher sie eure Adresse hat, beziehungsweise euer Konto, aber sie sagt, hey, trainiere doch vor dem Fernseher oder Stereoanlage, jogge und schwimme für 30 Minuten, aber meinen Namen sage ich dir nicht, dann nimmt das auf keinen Fall an. Aber wir nehmen das natürlich an, weil, ja, ist halt Sims 3, ne? Ich finde das komplett komisch. Ich habe einfach gestern den Biomüll in den Restmüll geschmissen. Und der Müllmann hat mich komplett komisch angeguckt, versteht ihr das? Und außerdem, ich habe mittlerweile so viele Falten. Ich habe schon tausendmal über mein Gesicht gebügelt, aber das hat überhaupt nichts gebracht. Danach hat man immer so komische Blasen da drauf. Die kriege ich dann nie raus. Also ich habe es mit allen möglichen Mitteln versucht. Ich habe, naja, Schuhputzmittel versucht, Reinigungsmittel und alle möglichen Fensterputzreiniger. Aber nichts hat geholfen. Danach hat es einfach richtig gebrannt. Wirklich, als hätte dir jemand ins Gesicht geschossen. Und ab und zu einmal verschiebe ich auch meinen Schrank. Habe ich euch das schon erzählt? Ich weiß zwar nicht, was das mit meiner Rede zum Politiker der Welt zu tun hat, aber ich tue es von Herzen gern. Ich verabscheue das aber auch überhaupt gar nicht, wenn das andere Leute tun. Im Gegenteil, ich treffe mich mit ihnen sogar und gehe dann in den Hinterhof. Aber manchmal benehmen sie sich auch richtig komisch. Kennt ihr das? Weißt du, manchmal verschieben die den Schrank in die falsche Richtung. Und dann verstehe ich das manchmal gar nicht und wink einfach ab, dass sie jetzt sich endlich mal verziehen sollen. Danke. Okay, Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das schwer, auf das ganze Zeug hier zu übersetzen. Simmisch ist eine sehr, sehr schwere Sprache. So. Gut, rede über den Weltfrieden üben. Der Weltfrieden ist hergestellt. Auf geht's auf die Toilette. Jetzt kann man sich das ja auch mal gönnen. Davor nicht, bevor der Weltfrieden nicht hergestellt ist, darf man nicht auf die Toilette gehen. So. Was meinst du, wie schnell der hergestellt ist? Okay. Nö. So, wenn wir schon immerhin mal das. Was macht jetzt Bella in unserem Garten? Oh, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Jo, quietsch einfach mal drauf rum, ne? Und dann kannst du auch irgendwann mal jagen gehen, eigentlich, weil, naja, kannst du ja jetzt eigentlich. So, ich weiß nicht, was die überhaupt noch können. Hinweise. Hunde. A, B, C, D, E, F, G. H. Hunde, Katzenpflege, Hunde, Jagdfähigkeiten? Ja. Haustiere? Nee. Immobilien, Innenansicht, interessiert an Interaktionen, Internetfreunde beschenken. Bitte? Ah, oh, wir können Internetfreunde beschenken. Ja, gut. Was man ja nicht alles lernt. Katzen, Kätzchen, Welpen, Fohlen. Aha. Mumien. Kann ich denn das nicht irgendwie sortieren nach, keine Ahnung, nach einfach tierisch? Das kann ja eigentlich, ja. Erweiterte Tierform, erweiterte Fellgestaltung.
Ja, da kann man schon ziemlich viel machen, glaube ich. Bildhauerfähigkeit, Dachneigungsregler. Uiuiuiui. Da gibt es auch ganz schön vieles. Erweiterte Tierformen. Feuerwehr, Flöhe, Geisterjäger. Ich möchte jetzt hier auch nicht alles spoilern. Also Jagdfähigkeiten der Katze. Ah, okay. Kätzchen, Welpen, Polen. Kleintiere. Kochfähigkeiten. Kommissionslager. Schieß mich tot. Nektarherstellung. Pferdepflege. Ach du meine Güte. Reitfähigkeiten. Reitzentrum. Rennfähigkeiten. Rennfähigkeiten. Ah, das können Pferde machen. Also Pferde und, naja. Unsere werte Bella ist natürlich kein Pferd. Wenn eine Tiermama, oh, einen Tierpapa ganz doll lieb hatte, dann wollen sie gemeinsam eine Familie gründen. Aha. Katzen und Hunde können Kätzchenwelpen machen, wenn ihre Beziehung gut genug ist und sie romantisch veranlagt sind. Stelle ihnen auf dem Grundstück ein Tierhaus zur Verfügung, damit sie einen Ort haben, an dem sie sich zurückziehen können. Ah, amore! Pferde können Fohlen machen, wenn du eine Box auf deinem Grundstück hast. Außerdem kannst du deine Pferde ins Rettungszentrum bringen, wo du mit Stuten Pferde züchten und Hengste als Dreckhengst anbieten kannst. Also eigentlich bräuchte Bella ja schon irgendeine Lebensgefährtin eigentlich. Sie ist ja noch jung und da kann man sie ja mal ein bisschen auf die Suche machen. Das einzige Problem ist, wenn ich ja jetzt bald Sims 3 aufhöre und ja, dann ist halt geiler Plot-Twist eigentlich. Okay. Vergiss es. Also nicht vergiss es, aber verstehst du schon. So, Weibe, du gehst jetzt bitte nicht auf die Toilette, da ist gerade Flonia in der Mache. So, du kannst ja mal erstmal essen. So, und dann genau das Gegessene kannst du ja dann gerade wieder Platz machen, sozusagen. Für $250, das ist wie neu, guck dir das so mal an. So, jetzt hat sie auch Hunger. So, alle haben Hunger. Ja, alles, alle hintereinander, alles in der Reihe. So, Adola, was ist jetzt los? So, einfach draufgeschmissen. Bauer auf B12. Moment mal, gibt's B12 überhaupt? Nee. Boah, das macht ja natürlich die ganze Sache schon schwieriger eigentlich. Mist, ich verstehe das nicht. Es ist passiert. Ja! Also, ja. Glückwunsch! Bertram hat seinen Lebenswunsch erfüllt! Juhu! Bertram ist nun ein Erfolgsfilmkomponist. Bertram Drenemünde hat seinen Lebenswunsch erfüllt und besitzt nun alle Zufriedenheit auf Lebenszeitpunkte, die er ausgehen kann. Welchen Wunsch wird er als nächstes erfüllen? Ah. Herzlichen Glückwunsch! Die gute Leistung von Bertram hat ihm einen Bonus von $2.472 und eine Beförderung erbracht. Er ist nun Erfolgsfilmkomponist. Bertram ist am Ziel seiner Träume angelangt und kann nun schalten und walten, wie er möchte. Ach du meine Güte, nachdem du die Konzertsäle dieser Welt im Sturm erobert hast, ist die Plattenfirma der Ansicht, dass deine Talente auch für die Komposition von Filmmelodien genutzt werden könnten. Wie recht sie hat, als Hitkomponist von Filmmusik schlägst du alle Rekorde und die Kassen der Plattenfirma wollen gar nicht mehr aufhören zu klingeln. Welch ein Dekapo. Bertram verdient nun $361 in der Stunde und arbeitet von 13 bis 18 Uhr. Wow, Bertram, ja, der hat es aber weggebracht hier. Ich muss gerade noch mal ganz kurz parallel. Ein ganz kurzes Sekündchen noch. So, damit melde ich mich jetzt aber auch schon wieder zurück. So, ich habe mir gerade noch mal ganz kurz die Challenge eingespeichert, die wir ja immer noch erfüllen müssen. Mit der Schweizer und Zürcher Reise, natürlich ganz klar. So, die Familie besitzt einen geheimen Tierfriedhof. Bla 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 bla. So, und zwar, da stand nämlich auch drauf. Ein Sim besitzt eine Teleportationsmatte. 61.000, schade. Eine Teleportationsmatte kostet uns nämlich tatsächlich sage und schreibe 75.000. Also das ist natürlich hui. Aber Bertram ist immerhin am Ziel seiner Karriere angelangt und bestimmt stirbt er genau jetzt. Dass wir das aber überhaupt nicht auskosten können. So, wann bist du? Ja, aus dem Montag wieder. So, guck mal, alle setzen sich und fressen sich da erstmal richtig die Rübe voll. Und morgen ist vor allem. Nee, komm. Nee, mach das nicht. Ich weiß, du bist ordentlich, aber wenn du tatsächlich ordentlich bist, dann willst du bestimmt nachher auch nicht diese ganze Pfütze hier aufwischen. So. Ja, guck mal, der freut sich ja schon so richtig. Es war ein bisschen gruselig, freut sich Bertram, aber er freut sich immerhin. Ist ja immer schon mal ein Anfang. Bertram, du machst echt Fortschritte. So, stell dir vor, das hatte ich ja aber eigentlich auch noch schwanger. Oh, vielleicht kommt ja heute das neue Kindchen zur Welt.
Also wenn das jetzt nicht genügend Plot-Twists sind, dann weiß ich jetzt auch nicht. Gut, also nicht Plot-Twists, aber halt Cliffhanger. Cliffhanger und Plot-Twists. Grinsekabel, kannst du das nur verwechseln. Plot-Twist und Cliffhanger. So, einmal hock dich hin und dann einmal, ich muss aufpassen, dass der Typ da jetzt nicht mehr schon wieder von der Feuerwache abhaut und Fahnenflucht begeht. Das wäre natürlich auch ziemlich desaströs. So, jetzt ab geht's ins Haier-Kuschelbettchen und du ebenfalls, weil, naja, ist ja immerhin schon 21:11 Uhr, ja. Da kann man ja tatsächlich dann auch mal zum Pennen gehen. Problem ist, nur Bella liegt da jetzt gerade mit voller Breitseite drauf. Also du kannst ja mal vielleicht dahin umziehen, theoretisch. Gut, sie kann übrigens nicht auf das Sofa drauf hüpfen, weil da ist ja Hopfen und Malz verloren. Haha, nein, da ist ja das Ding. Der Tisch. So, aber Habia, es ist Schlafenszeit eigentlich. Haus aufräumen, so, wunderbar. So, auf geht's zum Pennen, liebe Shanti. Wo ist denn Adola? Adola, es ist wunderbare Schlafenszeit. Geh nochmal ganz kurz auf den Pott, bevor du jetzt hier nochmal, ne, und so. Aber bitte verstopft das nicht. Jetzt sind alle Geschicklichkeitsbegabten sind gerade im Bett. Also, wenn da jetzt noch extra einer anrücken muss und dann extra nochmal deinen ganzen Mock aus der Toilette rausholen muss. Also, das tue ich eigentlich auch nur ungern. So, er schleppt zwar den ganzen Schnee rein, aber immerhin macht er das Waschbecken nicht kaputt. Die schreibt da einen halben Roman an diesem 70er-Jahre-PC. Und sie... Gut, 70er-Jahre ist das nicht, das ist gar nicht mal so lange her, liebe Leute. Also die jungen Leute unter euch. Ja, das ist gar nicht mal so lange her, dass es solche PCs gab. Erinnere ich mich noch. So, was nun los? Komm, da ist hochgestiefelt. So, lieber, Antoine, was machst du denn in unserem Weinkeller? Ja, sie stinkt, aber das ist auch okay so. So, sofern dir ein wenig Muskelkater nichts ausmacht, kannst du deine Fitness und deine athletischen Fähigkeiten erheblich verbessern, wenn du dich überwindest und harter trainierst. Ja gut. Schneller Sprint. Sichere dir alle Vorteile des Sportlebens. Leider auch die Nachteile in nur der Hälfte der Zeit. Aha. So, Darwin wurde befördert. Okay. So, Florence, Olan. Was machen die denn alle hier unten in unserem tollen Weinkeller? Da pennt Dakota und träumt schon vom Baby. Oh, wie süß. So, der Kote träumt vom Baby. Ja. Aber wieder Spiele spielen. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. So, scheint die Penta ganz entspannt. So, wer fühlt sich krank? Shanti. Toll. Pass auf, dass du dich da nicht ansteckst, ne? So, wunderbar. Gut, dann kümmere ich mich ja noch ganz kurz um dich, damit du jetzt auch nicht irgendwas machst. Fachgespräch unter Kollegen. Tausche mit Nils Blanco. Segura Kochtipps aus und deine Kochfähigkeiten und eure Beziehung zu verbessern. Wer ist Nils Blanco Segura? Das, den kenne ich nicht. Und dem her irgendwie, weiß ich nicht. So, einmal zum, Duschen und dann auch ins Bett machen. So, was ist jetzt los? Glückwunsch, weil Babi Hea hat soeben die Fähigkeit Gartenarbeit soeben Level 7 erreicht. Sehr gut. Weil wir kann jetzt seltene Qualitätssamen aussehen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Glückwunsch, von der Saade wurde schon wieder befördert. Sie ist immer noch im Mutterschutz. So. Vor Anerkennung ihrer ausgezeichneten Arbeitertitel Spezialistin für Rauchgasexplosionen verliehen. Okay, Feuerwehrleute und Feuerwachen auf der ganzen Welt betrachten dich als Profi im Umgang mit aus dem Ruder geratenen Situationen wie Gebäudeeinstürzen, Gasausflüssen und natürlich Rauchgasexplosionen. Niemand kann Brände besser einschätzen als du. Wo du auch hinkommst, dein Ruf eilt dir voraus. Von der Saade verdient jetzt in der Woche 1480 Simoleons und arbeitet von 11 Uhr bis 17 Uhr. Wow. Dabei ist sie in Mutterschutz und hat 3 Aufträge gehabt. Erstens, ein Grashalm hat gebrannt. Zweitens, sie musste einen Gartenzwerg von einem Grundstück rausholen. Und drittens, sie hat eine Schule voller Lamas befreit. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich solchen Leuten wirklich die Besten auf unserer Welt nennen sollte. Also wenn das wirklich die beste Feuerwehrfrau auf unserer Welt ist, dann ist unsere Welt echt nicht weit gekommen. Nichts gegen volle Saale, aber ist halt irgendwie so. Imogen Pelly ist scheinbar nicht interessiert, die Beziehung zu kitten. Daher hat sie sich entschieden, die Verabredung aufzulösen. Das romantische Verhältnis ist beendet. Halt nur los. Warum zoomst du auf sie drauf? Ich habe schon Angst, dass das Baby kommt. Das Baby kommt, das Baby kommt, das Baby kommt. Ja, ist okay. So.
Weißt du, statt sich dahin zu setzen, sitzt es hier einfach mitten in Shanti und lässt einfach das Licht an. Was total sozial. Aber Shanti macht es anscheinend nicht aus. Sie pennt und träumt von Fotos und Journalisten und Dirigenten und. Ah, sie träumt von Birdsong. Oh, wie süß. Shanti, du bist ja echt schon eine knuffige Frau manchmal. So, zack, zack, zack. Oh, komm, kann ich überspringen. Da liest jetzt wieder 20.000 Minuten rum. Zack, zack, zack. Da, die Seite springt man halt. So, oh, komm. Nö. Was machst du jetzt? Bürsten. Stimmt eigentlich schon. Es ist eigentlich schon ziemlich sinnvoll, was ihr da tut. Ja. So, aus Literaturverein austreten, schreiben. Das Hirn einer Tribüne Teil 2 wieder schreiben. Sehr schön. Und er geht nach Hause. Schlecht. Warum begehen die den ganzen Zeit Fadenflucht? Alter, das kannst du mir doch nicht antun. So, du kannst ja mal immerhin erstmal zum Duschen gehen, ne? Nicht nach Hause gehen, zum Duschen. Duschen und nach Hause ist was anderes. Snack erst Müsli und dann kannst du theoretisch gesehen mal einfach mal den Feuerwehrwagen instand halten. Das war überhaupt nicht deine Aufgabe, aber hey, let's go. So, weißt du, die richtigen Feuerwehrleute sitzen da schon wieder an diesem PC und zocken. Das ist natürlich genau die Art Arbeitshaltung, die ich kenne. Also nicht von Feuerwehrleuten, sondern halt von dieser Stadt allgemein. So, jetzt geht mir hier wieder alles aus dem Fugen. So, warum laberst du jetzt auf einmal mit Shanti? Du hast mega Hunger, hast du das schon vergessen oder willst du Shanti essen? Weiß ich nicht, ob ich das wirklich tun würde, weil das ist wirklich. Da kriegst du echt extrem Blähungen von. Bertram, du kochst jetzt bitte nichts. Dankeschön. Guck mal, Bertram hat es immerhin verstanden. Shanti, was machst du jetzt? So, guck mal, der ist noch richtig sportlich, richtig fit. Okay. Du kannst einfach mal weiterzeichnen. Oder die Skizze erstmal nehmen und dann kannst du weiterzeichnen. Was? Nee. Weiterkochen. Okay, dann doch. So. Ich find's so witzig, wenn Adolf einfach so in der Gegend rumschwebt. Okay, Wabi her. Koch doch mal. Und zwar leckere Pfannkuchen. Auf geht's. So, dann Shanti macht sich mal wieder ans Werk. Gut, er benutzt dann nochmal das Urinal. Und macht dann alles andere. Ethan Riffin Parrot. Nee, den Chemiker möchte ich nicht daten. So, okay. Also nichts gegen die Chemiker, ne? Aber. Was Ball spielen. Mero Mutti den nur suchen. Und du hast einen Hund, der irgendwo rumchillt. So, pass auf. Du kannst ja mal erst einmal Zuneigung Bauchkraulen, Zuneigung Leckerchen geben, Zuneigung streicheln, Zuneigung Schmatze geben, dann mit dem Hund reden und dann spielen, Tauziehen und spielen Jagen. So. Wunderbar. So, piep, 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 Bella im Rückwärtsgang. Ich muss mal das Ganze wieder hier reinlegen. Sie kann sich ja immer was rausnehmen, wenn sie möchte. Was hat sie denn da am Hintern? Ich glaube, das sind einfach ganz normal natürliche Flecken. Ach, das ist doch so süß, wenn man so einen Hund hat. Nach 38 Seiten ist Florian glücklich, dass das Hirn einer Tränemünde abgeschlossen ist. Es handelt sich um ein wirklich einzigartiges Sachbuch, das auch Fachleuten gefallen wird. Aha. Und warum zockst du dann gleich wieder? Ich meine, wenn man ja schon da ist. So, vielleicht schreiben. Nee. Mehr. Online-Dating, nein. Wo kann ich denn nochmal, umziehen, Internet durchsuchen, Computerspiele spielen, Jobs und Berufe? Nein, eine Traumkarriere finden. So, viel Spaß dabei. Verfügbare Jobs, Stylistin. Feuerwehrfrau, Innenarchitektin, Geisterjägerin, Ermittlerin, Stylistin. Abbrechen. Es ist nicht so wirklich was dabei. So, geschriebene Bücher kaufen. Und zwar, boah, wie viel kosten das? Das Jahr 2018 und Reise wäre. So, nein, Training-Mühle. Ersten Teil können wir uns einmal kaufen. Das Baby kommt. Ach ja, was?